Jo, hallo Leute, willkommen zurück zum nächsten Part von Metal Gear Rising Revengeance und ohne groß drüber zu reden, machen wir eiskalt weiter. Deshalb weiß ich nicht, ob es hier irgendwas noch versteckt gab. Da. Ein mittlerer Holochip. Hier war nichts, hier haben wir nur ein Fass. So. Ich hoffe, ich blamiere mich jetzt halt nicht zu heftig. Oh, heilige Scheiße. Das war jetzt ja knapp. Das war jetzt halt sehr, sehr knapp. Das ist ein bisschen... mehr als... Es war halt natürlich... mal wieder so... Ja. Ich weiß immer noch, ich bin immer noch ein bisschen geflasht, dass ich das geschafft... geschafft habe. Überlebt habe. So, und du, Kollege, kommst runter. Oh, heilige Scheiße. So. Easy. Eine Reparaturpaste. Haben wir hier noch irgendetwas? Weil... es würde mich nicht wundern, wenn es hier noch ein paar... Secrets geben würde. Ah doch. Eine EM-Granate. Oh, könnte ziemlich nützlich sein. Aha. Erwischt. Erwischt. Das müsste die Nummer 10 sein hier. So. Und weiter geht's hier rüber. Wow. Wow. Das war... ja. Wow. Tun wir mal so, als ob das nicht passiert wäre. Je nachdem, wie man es nennen möchte. So, der Kollege hier ist eine, ich sag mal, eine etwas schwierigere Nummer. Da empfehle ich euch echt. Oh, wir haben. Ja, wow. Fehlt zwei Kollegen von denen direkt. Mit dem normalen leichten Angriff macht ihr den Kollegen da keinen Schaden oder wenig. Am besten immer mit der Sekundärwaffe direkt angreifen, danach passt das. Wow. Oh shit. Weil auch immer schön synchron angreifen. Nein, nichts da.
Sehr schön. Ziehen die Hände weg und jetzt müssen sie eigentlich kaputt sein. Gehen wir nochmal auf Nummer sicher. Und hauen die hier hin und heilen uns noch, weil das Piepen nervt noch eine Weile. So. Das war das. Endlich. Lol, what? Also manchmal verstehe ich dieses Bewertungssystem noch nicht ganz. Ab wann man ein A bekommt, ab wann man ein B bekommt und ab wann man ein S-Rang bekommt. Weil ich hatte es auch schon mal erlebt, dass ich einen D-Rang bekommen habe, obwohl ich von dem Gegner keinen einzigen Schaden gefressen, von dem Boss keinen Schaden gefressen habe. Das war auch noch der erste Boss im Spiel. Also der Metal Gear Way. Erstmal schön enthauptet. Ja, das war doch nichts Neues. So, Dille. Wie machen wir das jetzt am besten? Ach, man kann maximal 10 Stück haben. Wow. Granate. Na, kommen die hochgesprungen? Schade. So muss das. Irgendwie so. Oder auch nicht. Und die schauen sich das einfach... Wollte gerade sagen, die schauen sich das Spektakel einfach an und merken noch nicht mal etwas von. Die merken das echt nicht. So. Wie machen wir das am besten? Na komm, Fackel. Ja, war schon einfach durch. Ein gutes. Oh, really? Das wäre das. Das ging schnell und einfach. Ah, jetzt sind wir hier, okay. Jetzt kommen wir zu der Stelle, wo ich im vor zwei Parts, wo wir bei dem Boss vom zweiten Kapitel waren, gedacht haben, dass dieser Part in der hier jetzt kommt. Dachte ich, der käme erst. Der käme man schon vorher. Aber da kommt das jetzt lol. So, wie mache ich denn das jetzt am besten? Kriege ich das hin? Na schade, ich hab's nicht ganz hingekriegt. Normalerweise kann man es schaffen, diesen Angriff hier, den man nach unten macht, zu benutzen. This must be the railroad. It would appear so. Likely part of Denver's old system. This city was a major transport hub in the early years of freight trains. This particular line appears to have been abandoned some time ago. It was originally constructed to transport supplies to an underground factory. But now, it seems even the electrical system is no longer functioning. Yeah, it's pitch black in here. As a cyborg, I trust this is not a serious concern. Yep, also, was ich sagen wollte ist, man kann schneller
sein als der Aufzug, der runterfällt. Das ist relativ witzig. So, hier ist es eigentlich relativ einfach mit der ganzen Geschichte. So, wir haben hier erstmal noch eine Kiste. So, an sich, das hier ist relativ einfach, wenn man das nicht verkackt. They still have not noticed you. Do not expose yourself. Ja, hier ist es ganz einfach, nur entlang laufen. So. Das sieht in Ordnung aus. Kann ich hier entlang rennen? Ja. Wie komme ich da entlang? Einfach hier durchrennen? Genau. Hier ist es eigentlich schon fast Wurst. Wir müssen einfach nur hier einmal da entlang rennen. Dann machen wir einmal einen Neustart. Also wir müssen halt bis zum Checkpoint kommen. Dann machen wir einen Neustart. Und sieh an, wir haben keinen Gegner am Hals und können es easy da hoch. So. Und der Kollege da hinten ist ganz schön, ich sag mal, blind, wenn man das richtig anstellt. Wenn man es richtig anstellt. So, laufe. Es gibt da noch ein schnelleres Duett, aber ich habe die gerade nicht im Kopf. Leider Gottes. Ah, fuck, jetzt habe ich die Dinger vergessen. Schon wieder. Diese verdammten Geckos oder wie sie da heißen, komplett vergessen. Wow. Und vergessen, dass es die auch noch gibt. Naja. Das sollte kein so großes Problem geben. Wir müssen eigentlich relativ schnell down kriegen. Wow. Damit habe ich jetzt noch nicht gerechnet. So, was willst du jetzt da tun? Nichts. Sehr schön. Ja, ein B, immerhin. Immerhin ein schönes B. Proceed to the right from the exit. You will find a stairway on your right. Those stairs lead to a shortcut to World Marshal Headquarters. Do not be distracted by the advertisements. You are not here as a tourist. Sure. I'll just buy a quick souvenir or two for Rose and that'll be it. Raiden, we must hurry. Remind me to teach you about sarcasm sometime. I understand your attempts at humor. I simply do not find them entertaining. Direkt. Direkt reiten. War hier nicht noch was? Nee. Hier gab es keine Collectibles. Schade. Schade.
Hier haben wir eins verpasst. Irgendwo da unten gibt es noch eins, aber... Ich will eh keine 100% in dem Spiel machen. Right. You have almost reached World Marshal Headquarters. Well, shit. So. Wir rennen erstmal entlang und hauen das hier kaputt. Das hier muss schnell jetzt abgehen. Also. Verdammte Axt. Wow. So, noch schnell heilen, bevor wir Medic benutzen müssen. Sehr schön. Wir haben noch einen Gigant bekommen. So, erinnert ihr euch an den? Ja, diesen Boss, den wir vorhin hatten, den gibt es jetzt als normalen Gegner. Als stinknormalen Gegner. Den werden wir nicht nur einmal sehen. Gibt es ein paar Mal, den wir dann noch sehen werden. Das heißt, boah. Dies ist nicht das letzte Mal, dass wir das Vergnügen einander haben. Hatten? Haben? Ja, irgendwie sowas. Einfach schön draufhauen. Und das Ding ist das jetzt schon da oben. Na komm schon. Dann halt nicht. So. Das wäre das da. Easy. Ja, das versuchen wir im nächsten Part aber. Ja, das wäre ein guter Zeitpunkt für einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und tschüss.